Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar aus dem Me and My Friend in the Country, zusammen mit dem Herrn Seidebauer Julian. Digga, me and my friend in my country, das heißt my friend and me in the country. Wieso kommt zuerst der Freund, zuerst komm ich und dann kommst du, hä? Das ist egal. Der Esel nennt sich eigentlich immer zuerst, weißt du? Deswegen erst my friend and me. Ei, hui, 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 hui. Bin ich wieder schlecht, was, wenn du fährst. So, wir fahren jetzt übrigens, fahren wir jetzt zu der Veranstaltung vom Herr Wolf. Gibt's da einen Wohlfahrt zum Essen? Digga, für den Witz müsste ich dich eigentlich rausschmeißen, dann müsst du laufen. Schon scheiße, wenn wir unseren eigenen Witz die ganze Zeit lachen. Schlecht. Der Motor geholt. Ey, oh, oh. Oh. Junge. Jetzt mal wieder, fress mal lieber deinen Wolf, Junge. Der Wolf. Oh Mann, ey. Mach nicht mein Mahindra hin. Was? Ich bin Mahindra. Mahindra. Was, Junge? Schießt genauso scheiße. Okay. Ja. Wow, wow, wow. Huu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 
Der Herr Vogel immer so zur Info in eine andere Richtung, weder Wind, ne? Ja, hast recht, die Wand wurde umgebaut. So, das war's auch wieder. Jetzt kommen wir nee, mein Schlepper wurde. Also, ich habe gestellt, mit denen ich so fast. Ja, wann haben Sie denn Fan auf dem Hof? Ich? Junge Dominik, du. Ja. Ich habe mich mal entschieden und wollte mal was Neues probieren, eine neue Marke. Ach, gehört er jetzt? War mit meinem, oder? Ja, war mit meinem 820 zufrieden. Der 820 ging leider mit einem Motorstart weg. Und dabei habe ich so gerne gefahren. Die zwei Wons ausgetauscht. Schade. Ich habe dazu noch eine Sailmaschine gekauft. Schade. Und noch was. Schade. Da hinten steht noch ein Schleppflug. Hättest du ja wenigstens mal einen größeren Flug kaufen können. Jo. Hätte ich nicht. Kommt alles mit der Zeit. Hier steht noch ein schöner Schleppschuh. Oi, 15 Meter oder was? Jo. Hab ich direkt erkannt. Dominik, willst du vielleicht das nochmal angucken oder willst du nur noch rumstehen? Hä? Ich schau's mir gerade an. Junge, du guckst von 30 Kilometer, seitdem die Sonnenbrille auf hat, bist du anders da. Ah, hier auch neue Ballen. Nö, die stehen schon länger. Die sehen aus wie vorher. Die sind für die neue Stadt. Oh! Können Sie mal, die sind leicht, können Sie mir stehen lassen? Entschuldigung. Ich habe heute gut gefrühstückt. So. Ja, hier habe ich noch uns 24 Meter Felsspritzer. Keine Landung. Oh, nice. Die wird es wahrscheinlich, weiß ich aber noch nicht, wahrscheinlich weggehen. Warum? Weil ich wahrscheinlich auf Bio umsteigen werde. Auf Bio? Ja. Deswegen, Hey. Ja, hat Gründe, die deswegen in dem Bus sind. Hier in dem Busch? Jo. Ach, also das Teil hier oder was? Ja, hier haben wir nochmal den zweiten 9er Fan, den ich mir gekauft habe. Okay. Oha. Boah. Und 33 diesmal. Dominik, du wiegst aber auch ganz schön viel, wenn ich auf der Waage stehe. Ja, dann hier der 6R, den kennt ihr ja. Wow, was ist das? Und eine Biogasanlage habe ich gebaut. Deswegen ich auch auf Bio umsteige. Ja. Eine Biogasanlage. Ach so, deswegen sind es auch Bio, weil sie eine Biogasanlage gekauft Richtig. Haben. Damit sie Bio sind. Ja. Kann sein, dass sie übrigens den einen Kotflügel hier verloren haben. Ah, da ist er wieder. Ach, scheiß doch drauf. Jetzt ist der andere weg. Ja, da habe ich noch den JCB hingestellt mit Mähkombi. Ja, aber wird mal gemäht, ich hätte Bock. Ja, nächste Woche wird gemäht. Ah, nächste Woche mähen und dann brauche ich zwei Leute, weiß ich nicht, zum Ladewagen fahren und einen zum Festfahren. Ja, dann, Dominik, bei deinem Gewicht festfahren. Was hast du immer gegen mich? Nee. Weiß ja, da. Mal dein Kontostand an, dann reden wir weiter. Junge, das ist unser Konto, du Blepp. Also, Herr Wolf, das ist aber auch das neue Glory Hole, oder? Wie bitte? Das ist alles neue Glory Hole. Ja. Boah. Das ist die neue Fan-Quaderballenpresse, die habe ich mir halt mal. Boah, mal gegönnt. Ja, einfach mal so halt, ne? Auf Low. Wie viel PS braucht ihr zufällig als Schlepper? Warte ganz kurz, ich schau kurz den Katalog. 275. Mhm. Ja, reicht nicht ganz. Könntest du den beiden vorhängen, dann haben sie vielleicht die UBS und der Anzahl. Ja. Ja, die fahre ich auch nur mit meinem 933 oder 942. Also, der 6R geht auch die Boost aus. Sieht auch von der Kombi her komisch aus, sondern Johnny und ein Fan. Sieht gut aus. Ja. Ja, dann hier noch der JCB mit der Mail-Kombi. Geil. Hier mit Aufreiter. Ehrlich jetzt? Freilich. So. Das schaut schon geil aus. So, erzählen Sie was zu der Biogasanlage. Ja, weiß gar nicht, warte ganz kurz. Das wird schon. Die hat 100 kW aktuell. Aha. Will eventuell noch ausbauen. Ja. Wird jetzt nach dem ersten Schritt in Betrieb genommen, nach dem Mähen. Mhm. Da wird wahrscheinlich hauptsächlich Silage, Mais und vielleicht ein wenig Mist und Gülle. Kommt drauf an, wann die Kühe kommen. Gefüttert. Und ja. Alles biologisch gedüngt dann. Und deswegen kommt auch meine Pflanzenschutz weg. Blendnetz. Jo. Mhm.
Ach, hier haben sie noch eine Halle oder was? Ja, ja. Für andere Maschinen noch, größere Maschinen jetzt. Das ist so riesig. Wow, ist die voll. Der Boss, die kommt mir bekannt vor. Ja. Und die Halle habe ich mir gestern ausstellen lassen. Ja. Die stand da nicht so kamen. Gekiest, wollte ich gar nicht betoniert haben, haben sie gekiest. Wollten sie nicht pflastern? Nein, nein. Stehen ja nur Maschinen drin, ist ja keine Werkstatt oder so. Oh, die Fuck. Mal gucken, vielleicht irgendwann. Ach, hier ist noch der Besen, Dominik. Den kannst du gebrauchen, damit du daheim in deinem Zimmer mal die Dreck zum Putzen kannst. Boah. Das ist frech. Ich werde es auch. 90% meiner gesamten Fläche werde ich anbauen mit Gras für die Biogasanlage. Gras? Ja. Okay. Und der Rest kommt Mais. Ja. Wird schon ja im Bulldog-Raum gespielt. Ja. Na, ich schau doch nur. Dominik, lass die Finger jetzt davon. Mann. Ich mach doch nix. Ja, sehr interessant, wie sie das hier umgebaut haben. Ja. Auch ziemlich und kostenaufwendig. Dass sie jetzt hier komplett auf Bio umsteigen, ja. Das ist schon ein krasser Weg. Wobei, müssen sie nicht eigentlich die, wenn ich so weit denke, müssen sie eigentlich die Flächen dann erstmal brach liegen lassen? Nee. Nicht? Nö. Weil sie ja da drauf gedüngt haben, oder nicht? Nö, die wird dann, ich glaube, so wie viel ich weiß, 4 oder 5 Jahre ist es dann. Mhm. Und in der Zeit werden halt die Flächen auf Bio umgestellt. Und das sind so. Die praktisch die Stickstoff und so weg. Ach so, ja dann. Jo. Ja. Was machen Sie mit dem Feld hier? Da ist Gras bis eher drauf. Also alles Gras. Mhm. Alles ja. Gras. Jo. Aber für die Fläche brauchen Sie schon Big M, oder? Ja, 2. Ach so. Das macht der Julian gern mit seiner Nagelschere. Das machst du gerne mit deinen Rasenzähnen. Aber ein Rundumleuchten haben sie bei der aber auch nicht gespart, oder? Nee. Hä? Zwei wichtig. Zwei Stück wichtig und richtig. Ja, wenn so Leute wie die Amateure hier 2 kommen, dann muss die auch gesehen werden, ne? Aber an Deichsel aber auch nicht. Nee. Meinen sie einen Amateur, meinen sie sich oder wen meinen sie? Oder meinst du Dominik? Dominik. Ach so. You feels me. Ich hoffe, der Kontostand wird gehackt, Alter. Und das ist immer noch unser pleite. Konto. Ja, ich mach gleich Steuerhinterziehung. Haben Sie das gehört? Jo, ich werde gleich den Anwalt einschalten und den Steuerberater. Holen Sie mal Ihren Anwalt. Jo. Ich hab gar nicht. Dominik. Ich hab der Will schon wieder vorn. Junge, du bleibst hier. Bis Dominik. Wie ist es jetzt denn erst? Okay. Jo, das war's eigentlich soweit. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Ja. So ein kleiner Einblick, was ist aktuell passiert. Ja. Dann kommen bald noch Tiere. Jo. Bio. Jo. Mit der Biogasanlage. Biomastrinder. Ah, Biomastrinder. Die deutsche Mast. Deutsche Biomastrinder. Dann tun sie die Wärme hier in das Dorf umspeisen oder was? Ja, was sie bei der Biogasanlage machen. Okay. Aber bitte den Herrn Seidebacher. Ach, Dominik, du bist auch wieder da. So, Dominik. Was? Hast du hinten schon gesehen? Ja. Bei der einen Halle da hinten. Mhm. Hinter der Halle. Was? Da steht so eine Truhe. Da hast du schon gesehen? Gehen. Junge. Das ist so frech. Seitdem du die Brille auf hast, fühlst du dich wie ein krasser Typ. Komm mal mit. Komm. Ja, das ist gut für die 2, oder? Da hinten. Ja,
Geh mal hier rum, um die Ecke. Gleiche Ausstattung wie meine, oder? Ja. Na gut. Ja, na, mach halt. Tschüss, Jungs. Bitte. Bitte. Und ab, du Wichserliger, du fetter Mongo. Du läufst das erste Mal in deinem Leben. Ich geh mal wieder. Muss halt ausfällt. Jo. So, mein Lieber, dann hab ich das Tage. Ich hoffe einfach, der hat die Vorstellung gefallen. Oi. Das war's. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ein Like da. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.